So, könnt ihr wieder live dabei sein. Ich stehe gerade draußen mit dem Alex und quatsche. Ja, das ist übrigens Mausi. Guck mal, wie gut die aussieht, unsere Hufrehe-Stute. Ja, Mausi, ja guckst du, ne? Und da sind jetzt Leute gekommen von Timișoara, weit her. Und die haben einen Problemfall mitgebracht, was ganz Heftiges. So, guck mal, Leute, was da angekommen ist. Guck mal, wie lieb die hier was gebaut haben, damit das Pony stehen kann. No, you make it perfect, my friend. You have a good heart. Really, believe me. You make it perfect. Oh my God, really? Not so bad. So, unser André Florin hat sich vorgestellt. Der hilft den Leuten jetzt eben mit. Unser Tierarzt André. Den blonden André nennen wir ihn mal. Und eins unserer Ultraschallgeräte ist kaputt gegangen. Also da bin ich jetzt echt enttäuscht, weil es ist ein deutsches Supergerät von 1976. Ob man da was mit Garantie machen kann? Nein, Quatsch, das fliegt natürlich jetzt in den Müll. Gibt auch hier eine Elektroentsorgung mittlerweile, Elektrogerätentsorgung, deswegen steht das da. So, zurück zu der kleinen Stute. Ihr werdet gleich sehen, die hatte ganz schlimm Hufrehe. Und diese Leute selbst haben eine NGO, einen Verein, einen Pferderettungsverein in Timișoara. Und das ist das Schöne, dass wir hier angekommen sind, dass andere NGOs jetzt sagen, komm, wir bringen die Pferde zu Equivent. Und da wird ihnen geholfen. Da brauchen wir nicht groß Spendenaufrufe machen oder sonst was. Wir haben eh keinen, der es löten kann. Also bringen wir die Tiere zu Equivent. Okay, also sieht schon ganz schlimm Hufrehe. Und jetzt bringen wir die kleine Zuckerschnute. Ja, ganz genau. Jetzt bringen wir die kleine Zuckerschnute jetzt erstmal in ihre Box. Und dann hat die für heute Feierabend. Bad, bad moving, huh? Ja. Prima, la Stenga. Ja, na inte, na inte. Oh, ist gut, Schatz. Also ihr seht schon, wie das Pferdchen läuft. Jetzt sieht man es noch besser hier am glatten Boden. Da gibt viel zu tun für mich, aber deswegen sind wir hier. So, angekommen, ihr seht. Und das Gute ist, erstmal, es ist Pony nicht nur in einer 30 Quadratmeter Box jetzt hier, sondern ich habe hier auch, seht ihr da oben, immer auf Kamera. Das ist ganz wichtig. Süß, ne? So, ich habe jetzt gerade mal meinen Stolz, mein Equipment gezeigt. Die Frau ist total begeistert. Die hat ja, wie gesagt, selbst einen Pferderettungsverein. Oder Pferderettungsverein ist zu viel. Ich glaube, sie hat einfach einen Tierschutzverein, aber auch Pferde und einen Esel. Super nette Leute, sehr engagiert. Die ganze Nacht durchfahren machen nicht viele. Und auch hier läuft es wieder, wie ihr seht, rund um die Uhr. Und ja, wir sind alle fleißig und machen die Hunde hübsch. Hier ist immer Leben in der Bude. Die Tierklinik lebt, die pulsiert und hilft Tieren. Und ich bin einfach nur glücklich. Jetzt muss ich denen erstmal einen Kaffee spendieren. Ich habe nämlich einen gekocht. Tö-tö. So, pass auf, Leute, ich schmeiß mal eben das Handy an. Wir unterhalten uns ja ganz super. Und diese Dame selber hat ja auch eine Tierschutz, eine Animal Protect Organization von Timișoara, korrekt? Ja. Und wir haben gesprochen über Erfahrungen im Kastrationsbereich Hunde und was sie sagt, ist exakt das gleiche, was ich sage. What she says is exact, identical what I say and what I think and I ask her again and maybe my German friends, meine deutschen Freunde, ihr könnt das jetzt mal glauben, was ich sage, dass grundsätzlich immer die falschen Leute zu den Kastrationsorganisationen, Veranstaltungen gehen. Can you explain what you say me that with the yes. wrong people? Sure. So we have the same problem in Timișoara and in our area. The rich people who can afford to pay spay or neuter the dogs and the cats, they want to go to the free, the sponsored one that associations gather money for the poor people. And they just want to go there and not pay anything. Yeah. For their dogs and animals. Perfekt, danke. Jetzt glaubt ihr mir das mal. Also die Dame hat selbst einen Tierschutzverein. What's the name of your NGO? Running for Freedom. Running for Freedom. Yeah. Dot R-O? Dot com? Ah, oh, we will find it. Ah, okay, ja. Yeah. Okay, also, Leute, pass mal auf, die haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Und das ist immer, was ich sage, diese ganzen Kastrationsaktionen sind für den Arsch, wenn die nicht ordentlich organisiert werden, weil alle, die da hinkommen, sind erstmal die Schnäppchenjäger und Geier, die sich Geld sparen wollen, die sowieso kastrieren lassen würden, warten aber auf das richtige Schnäppchen, haben Einkommen, haben Geld. Die lesen Internet, die haben die Bildung und die Armen. The poor dogs on countryside who really produce puppies are never castrated because they don't have a chance. Yes, yes. Yeah.
Genau. Der Hörte sollte, weil man die nie erreicht. Deswegen ist das Kastrationsprogramm so wichtig. Die Qualität ist wichtig und nicht die Quantität. Ne? Die richtigen Hunde aussuchen und nicht die Masse kastrieren. Bringt gar nichts. Sonst wäre Rumänien ja schon geheilt. I say, look, we have right at the end, because the last 20 years, one castration action hunt the other. Yeah. You understand? Everywhere is castration, castration program, and the count of puppies goes higher. Why? Why? Because the most castration actions are bullshit. Sorry. So, ich muss das nochmal sagen, was ich nicht wusste, die beiden, die hier waren, sind auch Tierärzte. Das sind also nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Tierärzte. Und ihr seht, jetzt wird der Beethoven gerade mal richtig hübsch gemacht, weil das nämlich ein total verlotterter ist. Und das ist auch wichtig, ne? Unser Beethoven. Ja, interessante Begegnung. Der Film endet jetzt hier erstmal, weil jetzt geht's an die Behandlung und das wird dann der nächste Teil. Ihr Lieben, Grüße nach Deutschland. Ja, hi meine Lieben, ich bin hier. Also, ich bin hier in meiner Tierklinik und bei mir ist, sind meine Kollegen da, die holen jetzt gerade ein Pferd. Die kleine Shetty-Stute Layla ist heute den ersten Tag hier, also sie wurde gestern angeliefert. Sie hat starke Schmerzmittel bekommen und ich hoffe, dass sie einigermaßen laufen kann. Wir gucken uns das jetzt an und werden auch mal ein paar Röntgenbilder schießen, rausfinden, was da Sache ist und wie wir diesem Pony helfen können. Aber es sieht sehr, sehr bitter aus. Was ihr gleich sehen werdet, ist nicht ganz so schön. So läuft sie derzeit unter starken Schmerzmitteln. Und das Ergebnis, was Sie hier seht, haben in Rumänien letztendlich, ich muss es leider sagen, eine Hufbearbeiterin sogar aus Deutschland, die hier dran war. Aber die ist das nicht schuld, die hat nicht die Hufrehe verursacht. Guckt euch das mal an. Das Pferd weiß überhaupt nicht, wie es laufen soll und ganz bitter, ganz bitter. So, damit ihr es jetzt mal genau seht, der ganze Huf schon aufgeplatzt vorne. Da wächst schon Wildfleisch, könnt ihr das sehen? Es muss also operiert werden, das Ganze. Das ist aber alleine nicht das ganz große Problem. Zeige ich euch, was das eigentliche Problem ist. Also könnt ihr mal sehen, jetzt kein Geheimnis, was für ein Datum das ist. Könnt ihr das lesen? Also 14.05.2024. Also wenn ihr was seht, hier ist das sehr, sehr live, sehr, sehr aktuell. Also ihr seid immer zwei Tage später oder so dabei. Ihr seht das Hufbein, ne? Ihr seht den Huf. Diejenigen, die ein bisschen sachkundig sind, die wissen jetzt genau, was los ist. Also ist schon eine bittere Sache. Die Aufgabenstellung ist klar. Dieses Pferd irgendwie hinbekommen, dass es schmerzfrei noch leben kann. Das ist die Aufgabe. Nichts anderes. Als mir heute natürlich der Umfang der Erkrankung bewusst wurde, naja, hatte ich erstmal schon ein komisches Gefühl. Natürlich ist eine Euthanasie immer die letzte Option und so ganz weit entfernt ist das nicht. Nichtsdestotrotz werde ich erstmal alles versuchen, um das Leben des kleinen Pferdes, der Shetty-Maus, zu retten und alles zu unternehmen, um das zu verhindern, dass wir euthanasieren müssen. Eine faire Chance, mehr nicht. Vernünftig, sachkundig, abschätzen, Hufschmied, Tierarzt zusammen. Was können wir erreichen? Und zum Tierwohl entscheiden, das ist wichtig. Und die nächsten Tage sind entscheidend. Ich gucke, wie sie das Ganze annimmt. Und dann werden wir weitersehen. Und wie ihr seht, ich mache alles. Ich liege auch gerne mal auf dem Boden. Ich liege vor einem Shetland Pony vorne rechts, also der da, das hier ist vorne rechts. Ihr seht eine Knollhufbildung vorne links, eine Knollhufbildung mit Infektion, aufgeplatzten Saumband. Es geht also mein Shetland Pony, ihr könnt das mal näher sehen. So. Also war wieder genau der richtige Fall hier für die Equiventierklinik in Rumänien. Und ist schon bitter. Also das Shetty Pony leider richtig. Hat leider lange gedauert, bis es hier ankam. Ich muss mal aufstehen. So. Und das ist Layla. Und wir werden jetzt versuchen, Layla zu retten. Heute geht der Teil 3 los. Ihr wisst, die Befundung ist nicht ganz so rosig. Wir haben einmal einen Kompressionsdruck vorne im Hufgelenk. Das Hufgelenk ist ein Sattelgelenk, da ist ein Entzündungsprozess. Deshalb ist das Pferd vorne rechts extrem lahm. Sie ist natürlich auch vorne links lahm. Sie hat schon deutliche Spuren, oder die Hufrehe viel besser gesagt, hat deutliche Spuren hinterlassen. Die massive Hufbeinabsenkung. Die Frage ist, warum haben wir diesen Knochenabbau? Wir haben zwei zerstörte Hufbeine. Das kam daher, weil der aseptische Prozess medizinisch nicht begleitet wurde, sondern man hat es einfach nur mit Barhufpflege versucht und daraus entstand dann ein
septischer Prozess. Das heißt, wir hatten Fäulnisprozesse bis auf dem Knochen. Das ist aber alles abgeheilt. Die Hufrehe an sich ist Vergangenheit. Wir sind nicht mehr in der akuten Phase. Dennoch kann das Pferd kaum laufen. Und wie gesagt, das resultiert einmal aus dem Kompressionsdruck, einmal aus dem Ansatzbeschädigungen der Strecksehne vorne links. Und völlig verkehrte Zehenachsen. Das Pferd ist dermaßen schief und schlecht gestellt gewesen. Das ist unglaublich. Jetzt konnten wir das vorne soweit korrigieren. Wir haben vorne rechts eine kleine Behandlung durchgeführt. Und siehe da, vorne rechts ist das Beinchen. Der kleine Huf ist schon wieder lastaufnahmefähig. Das ist ein ganz großer Schritt. Ich habe ein Schürchen draufgeklebt. Es geht ihr im Moment gut. Wie ihr seht, ich liege da am Boden. Sie ist einfach nur super süß. Sie ist super lieb. Sie macht mit. Also das ist wirklich toll, ne? Dass die kleine Maus so auf meiner Seite ist und sagt, ja, versuch alles, Markus, ich will auch ganz lieb sein. Und das tut einem eigentlich noch mehr weh, das trifft ins Herz, das Ganze. Und wir sind nicht dafür da, um Leid zu verlängern, sondern um Leid zu lindern, um Leid auszuschalten. Ne? Deswegen haben wir von vornherein gesagt, und der erste Beitrag war, dies ist kein Spendenaufruf, weil ich mir auch nicht nachsagen lassen möchte, der Markus, der macht irgendwie Spendenaufrufe mit einem leidenden Rehepferd. Eines der ganz wichtigen Sachen ist es immer herauszufinden bei einer Lahmheit, woran liegt es, das ist jedem völlig klar. Aber ist das, was man findet, eine osteoporöse Veränderung, eine orthopädische Veränderung, wirklich die Ursache? Oder liegt es vielleicht an einer akuten Entzündung? Und das verrät uns zum Beispiel, da gibt es verschiedene Parameter, Blutbild, ganz wichtig, die Entzündungswerte. Hier bei dem Pferd war es so, dass der Cortisolspiegel unglaublich hoch war. Das wird aber durch Stress ausgelöst und auch durch die Entzündung. Und wie bekommt man den runter? Wir haben jetzt ein paar Tage Entzündungshemmer verabreicht. Der Cortisolspiegel ist gefallen. Wir konnten das beobachten. Das Pferd läuft wesentlich besser. Zudem war orthopädisch eine ganz interessante Sache. Wir haben die Röntgenaufnahmen gesehen. Die sind nicht schön. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es war ein einseitiger Kompressionsdruck im untersten Sattelgelenk. Das ist hier dieser Punkt gewesen. Vorne rechts praktisch lateral. Der äußere Bereich, das ist dieser Bereich von Kompressionsdruck. Diesen Kompressionsdruck konnten wir nehmen. Dann haben wir einmal das Gelenk angespült mit einer Lösung aus Hyaluron und weiteren Substanzen. Das hat sehr gut funktioniert und das Pferd lief schon einen Tag später wesentlich besser, wirklich wesentlich besser. Manchmal ist der Teller doch ein bisschen tiefer, als man so auf den ersten Blick denkt. Das Pferd ist vorher eine lange, lange Zeit durch Barhofbearbeiter hier in Rumänien behandelt worden. Das waren übrigens welche, die in Deutschland ausgebildet wurden. Die Sache ist leider gründlich schief gegangen. Ich möchte aber nochmal erwähnen, dass ich da keinen Vorwurf mache. Die haben im Rahmen ihrer Möglichkeit versucht, das Beste zu leisten. Das war jedoch bei weitem nicht genug. Letztendlich ist das Pferd hier gelandet. Und viele haben ja auch schon in der ersten Folge geschrieben als Kommentar, das Leid darf nicht verlängert werden. Also, in einer Tierklinik gibt es folgende goldene Regel, die müsst ihr euch mal merken. In einer guten Klinik verstirbt niemals ein Pferd an einer Hufrehe oder an einer Kolik. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Das heißt, vorher macht man ein Ende. Wir euthanasieren in diesem Fall. Wir haben natürlich nicht nur die Lizenz zum Euthanasieren, sondern auch noch darüber hinaus zum sogenannten Erschießen. Klingt erstmal martialisch, ist es gar nicht. Wir entscheiden uns hier meistens für die Euthanasie und wir ziehen diesen Schlussstrich, nachdem eine Befundung war. Das heißt, erstmal wird die Diagnose gestellt, es wird untersucht, was ist überhaupt los und gibt es einen berechtigten wissenschaftlichen Grund zur Besserung. Und wenn diese Besserung in Aussicht steht, dann gibt es keinen Grund mehr zur Euthanasie. Auch ihr könnt mal ins Krankenhaus kommen mit einem akuten Blinddarmdurchbruch. Ihr habt die Schmerzen eures Lebens. Kein Arzt wird sagen, oh, den Patienten schläfern wir aber jetzt mal ein. Sondern einen Tag später wacht ihr aus der Narkose auf und die Welt ist schon wieder in Ordnung. Und bei dem Pony ist es auch so. Schlagen die Mittel an, schlägt die Therapie an, kann man langfristig helfen? Ja, kann man. Also gibt es derzeit keinen Grund zur Euthanasie. So einfach ist das. Wir haben uns jetzt entschieden, das Ganze zu versuchen. Der ausschlaggebende Grund dafür war, dass die geringen Medikamente, die wir gegeben haben, wir waren noch überhaupt nicht am Ende, wir waren noch überhaupt nicht im Bereich von Morphinen oder sonst was. Lediglich Entzündungshemmer haben sehr, sehr gut angeschlagen und das war ja auch der Moment, wo wir dachten, Moment, hier stimmt was nicht. Wenn die Entzündungshemmer schon so wirken, dann ist es kein rein orthopädisches Problem, da muss mehr dahinter stecken. Und das war das Gute, dass wir weiter geforscht haben, dass wir ein Labor haben, dass wir in der Tierklinik sind und die Möglichkeiten haben. Wir machen jetzt erstmal mit positiver Laune weiter, versuchen unser Bestes und wenn das nicht gelingen sollte, dann kann man immer noch einen Schlussstrich
ziehen. Nur eins möchte ich noch erwähnen. In dem Moment, wo ein Pferd hier über die Schwelle kommt, in diese Klinik, egal in welchem schlechten Zustand, wird es nicht mehr leiden oder sich quälen, weil wir die Möglichkeiten haben, das sofort medikamentös abzustellen, die Pferde einzustellen. Hier leidet kein Pferd und hier wird kein Leiden verlängert. Nicht ein Millimeter und nicht eine Sekunde. So, heute ist der 8. Tag. Das Pferd ist frei von Entzündungshemmern oder Schmerzmitteln. Wenn wir das vergleichen mit dem, wie es vorher war, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Natürlich fällt jetzt jedem auf, der die Hinterhand sieht, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir haben das Ganze abgeklärt. Das ist wirklich eine verzogene Muskulatur. Sie hat jetzt über 2 Monate hinten Last aufgenommen. Die Hinterhand ist soweit in Ordnung. Orthopädisch gesehen alles in Ordnung. Das ist ein bisschen Bewegung, täglich immer mehr Laufen, ein bisschen Physiotherapie, dann ist die Hinterhand auch wieder wunderbar. Vorne rechts konnten wir erreichen, dass sie wieder Last aufnimmt. Das Beinchen vorne rechts tut nicht mehr weh. Das ist wunderbar. Entzündungshemmer sind abgesetzt und auch das war jetzt folgelos. Sie läuft immer noch relativ gut. Erinnert euch an die Bilder, als sie angeliefert wurde. Das war wirklich ein Trauerspiel. Und wie sie jetzt nur nach einer Woche läuft. Eine faire Chance hat jedes Geschöpf verdient. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man immer noch ein Ende machen. Aber die Zielsetzung, die ist doch ganz klar. Es geht darum, dass sie ein Gnadenbrotler wird und ein schönes Leben hat. Es werden keine Ansprüche mehr gestellt. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn nicht, dann beenden wir es. Aber wir versuchen es. Die Energie sollten wir da reinstecken. Denn das ist einfach nur fair. Und deshalb werden diese Pferde angeliefert. Sonst müsste man sie ja gar nicht bringen. And doctor, after a few days now, what do you think? Yeah, it's great. After just a few days, just a few days, you can already see she's working way easier. And today is the first day without anti-inflammatory, without painkiller. Yeah, yes, today is the first day in. Yeah, and the result is really not so bad. The result is great. It's really great. Yeah. The good was we fixed it at first. We fixed the easy thing. Sorry for my English. The easy thing. Yeah. It was the hoof in right front, and she used it now. So, now yeah, you can walk without any pain, and you can see it's easier just to walk. Yeah, it's just a relief for her. I think it's fair to give her a chance. This is important. Yes. Just to be fair. And for sure. When it's nonsense, we make an end. We have the instrument to make an end. But at the end, just to be fair. Yeah. I'm sure she will be great. She deserves it. Everything will be great. Yeah. So, meine Lieben, das war der 3. Teil, ein Update. Vielen Dank dafür. Der 4. Teil, der wird sicherlich ein paar Monate dauern. Ja, es kann sein, dass das hier der letzte Sommer wird für dieses Pony, aber wenn, machen wir den richtig schön. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir sie auch einschläfern. Im Moment geht es ja einfach nur richtig gut, dank einer guten Therapie und dank einer guten Diagnostik. Viele Grüße.